Recht herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Input, zu einer weiteren kurzen Botschaft auf diesem Rolf Scherer Schnauzer YouTube-Kanal. Schön hast du eingeschaltet, schön können wir Gemeinschaft haben. Ich freue mich, bist du dabei und möchte dieses Video jetzt nutzen, diese paar Minuten nutzen, dir ein bisschen etwas über meine Person und mich zu erzählen. Denn ich habe jetzt an die 50 Videos hochgedreht in einer ziemlich Steilvorlage. Ja, das waren keine zwei, knapp 3 Monate. Und ich habe da einfach ein Ding nach dem anderen hochgeladen, weil ich so einen Hunger hatte. Einerseits nach der Filmerei, auch ein bisschen Selbstverliebtsein war damit inbegriffen. Selbstverständlich hatte ich die Gelegenheit, mich selber ein bisschen besser kennenzulernen, indem ich einfach den Knopf gedrückt habe. So habe ich mich immer wieder mal gesehen, habe selber gemerkt, wie ich rüberkomme, wie ich spreche. Ja, man muss sich ja manchmal wirklich auch an sich selber gewöhnen. Sonst nimm doch einfach mal deine Stimme auf Tonband auf und hör dir das an. Das wird dich befremden. Und wenn dann noch gefilmt wird und du siehst dich auch noch optisch, könnte das nahezu eine Überforderung sein, aber zumindest bestimmt eine Herausforderung. Und ein gewisses Quantum an Selbstverliebtheit ist hier selbstverständlich förderlich, sonst würde man das ganze Prozedere vermutlich viel schneller einstellen, als ich das jetzt getan habe. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass ich meine Videos und meine Tätigkeit einstellen möchte. Hallo, ja, nicht falsch verstehen, ganz im Gegenteil. Natürlich hatte ich jetzt auch in der Zwischenzeit wieder meine Tiefs, wie so jeder und mancher Mensch jetzt auch. Und ich möchte gar nicht sagen, hier in diesen herausfordernden Zeiten, weil das wäre ja wirklich an Schmälerung nicht zu übertreffen, so eine Äußerung. Es ist ja wirklich nicht mehr zum Aushalten. Aber weißt du, das Schöne ist, wenn trotzdem Freude herrscht. Und dann ist das übernatürlich. Verstehst du, wenn draußen die Welt untergeht und alles vor die Hunde geht und du bist trotzdem fröhlich, dann bist du nicht realitätsfremd oder ein Ignorant, sondern dann lebt der Stärkere in dir. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, und wenn du dich in Gottes Händen geborgen fühlst, dann bist du geborgen. Dann kann dir niemand etwas anhaben. Dann kann es noch viel schlimmer kommen, Freunde. Und der Schnauzer, der wird trotzdem kein Wort über Caroline oder Cornelia oder verlieren. Verstehst du? Ganz bestimmt nicht. Das werde ich nicht tun. Ich werde die Ehre jenem erweisen, der uns geschaffen hat, denn er hat die Ehre verdient. Und diesen Rang wird ihm niemandem abrennen beim Schnauzer. Ja, auch ich bin angefochten, auch ich bin, werde versucht, manchmal auf Abwege zu geraten. Selbstverständlich bin ich ja nicht der Übermensch hier. Aber ja. Was will ich überhaupt erzählen? Verstehst du, ich möchte mal jetzt auch Danke sagen anstelle, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mich ein bisschen kennenzulernen, dass du mich ein Stück weit auch ertragen hast. Ja, ich hatte anfänglich die eine oder andere Rückmeldung, meine Inputs seien zu langfädig. Ja, da würde zu gut Deutsch viel gesprochen und wenig gesagt. Und das kennen wir ja. Und dann diesen Kanal als Wissenskanal zu verkaufen, ist ja auch schon wieder etwas eine Überheblichkeit. Also man könnte höchstens sagen, eine Unterhaltung oder Unterhaltung allenfalls. Aber verstehst du, solange es Spaß macht, ist es ja nicht verboten. Und wir wollen ja auch ein bisschen Spaß miteinander haben. Ich hoffe zumindest, dass du Gefallen gefunden hast, auch ein Stück weit an meiner Person. Und dich vielleicht auch ein bisschen amüsieren kannst. Das soll ja und darf ja auch so sein. Gerade weil wir ja ein wirklich wichtiges, matchentscheidendes Thema behandeln. Ja, das Thema des Menschseins überhaupt. Woher kommen wir? Wo sind wir? Und wohin gehen wir? Diese
grundlegenden Fragen werden hier nicht philosophisch auseinandergenommen, sondern Faktencheck ist hier am Reden. Hier ist kein Fragezeichen hinter dem Handy, hier sitzt ein Ausrufezeichen, welches sich manchmal eben auch ein bisschen, nicht so intellektuell und adäquat hier ein Ding nach dem anderen vom Stapel lassen möchte und hier so ein Behaupterkanal sein, das möchte ich auch nicht. Obwohl ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wo ich bin und ich weiß vor allem auch, wohin ich gehe. Ich weiß das und das ist keine Verblendung eine geistliche Umnachtung, das ist ein geistliches Auferwachen, eine geistliche Wiedergeburt. Denn jeder, der Jesus Christus nicht in seinem Herzen hat, der ihn nicht als Herrn, Retter und Erlöser eingeladen hat, der ist geistlich umnachtet. Nicht nur umnachtet, der ist geistlich tot. Nur Beerdigung ist später. Darfst du Amen sagen? Halleluja! Ja, das ist eine Tatsache und da haben wir uns nicht mal zu rühmen, denn selbst der Glaube wurde uns ja geschenkt. Ja, der Glaube ist ein Geschenk. Und wenn wir uns rühmen möchten, dann sollen wir uns rühmen dessen, der uns all dies geschenkt hat. Gottes! Wir dürfen uns Gottes, des Vaters, unseres Schöpfers rühmen und der wunderbaren Tat, welche er vollzogen hat in und durch seinen Sohn Jesus Christus und welches er jetzt, heute und hier noch wirkt. All das Wunderbare und Gute, was wir hier noch haben auf der Erde in und durch den Heiligen Geist. Und wenn er geht, der Geist Gottes, dann ist Sodom und Gomorra ein Ferienlager, dann war das ein Ferienlager. Und der moralische Zerfall, den sie damals hatten, den haben wir hier ja jetzt auch wieder. Also wir sind wirklich wieder so weit, dass ich, wenn ich Gott wäre, sagen würde, ich habe die Schnauze voll, ich mache sie kaputt, ich bringe sie um, ich hätte sie lieber gar nie erschaffen. Sie sind sowas von verkehrt. Selbstsüchtig, egozentrisch, egomanisch und einfach nicht zum Ausstehen. Diese Wesen, diese Menschen, die ich geschaffen habe, sind so etwas von selbstsüchtig und genusssüchtig und von mir wollen sie nichts wissen. Ich bin ihr Schöpfer, ich strecke meine Arme nach ihnen aus, ich rufe nach ihnen und sie hören nicht. Ich mache sie kaputt. Hallo? Ja. Gott ist nicht so, ich weiß es. Aber wenn ich Gott wäre, ich könnte es und ich kann das verstehen. Und wenn du das nicht verstehen kannst und sagst, die Menschen seien gut, dann bist du verblendet, komplett verblendet. Wenn du sagst, du seist gut, du seist ein guter Mensch und Gott müsse Freude an dir haben, dann bist du verblendet, hallo. Keiner ist gut, wie die Bibel sagt. Römer 3,23 oder 3,11 oder 6,23. Kannst die Bibelstellen nachlesen selber. Ich muss sie ja nicht hier immer zitieren und da Babybreile präsentieren, weil du zu faul und zu bequem bist und vielleicht auch zu dumm, das Wort Gottes selber zu lesen. Ich meine nicht dumm im Sinne von dumm. Ich meine einfach, weil du es für unnötig hältst und irgendwelche Ausflüchte und Ausreden suchst, und gerne dumm sein und bleiben möchtest, weil wenn du nämlich entsprechend dir die Augen aufgetan würden, hätte das eine Wesensveränderung zur Folge, die nicht mal wir selber vollziehen müssen. Das ist ja gar kein Krampf, was wir immer meinen, sondern wenn er in unser Herz kommt, dann verspricht er uns, ist er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird die guten Werke tun und er wird sagen, was gut und was nicht gut ist. Und unsere Werte und unsere Verhaltensmaßregelungen, die können wir auf der Toilette spülen. Die sind nichts wert. So, und jetzt habe ich wieder ein bisschen gepoltert. Ich habe wieder alles andere gemacht, was ich wollte. Ich weiß nicht mal, ob ich das Ding hochladen werde. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir wollen sehen. Auf jeden Fall vielen Dank auch für dein Dranbleiben. Wenn du noch dran bist, dann freut es mich sehr, wenn es dir gefallen hat oder vielleicht auch missfallen hat, aber dann auch die entsprechenden Schritte vielleicht auslöst. Mal die Zentrale zwischen den Ohren wieder selber benutzen und selber ein bisschen nachdenken. Dann hat sich diese Viertelstunde hier wieder gelohnt für dich und natürlich auch für mich.
Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Daumen hoch, abonnieren und so weiter und so fort. Alles, was man hier an Stelle so sagt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.